Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier sage ich jetzt mal am schönsten Ort von Worms, im Wormser Tiergarten und dann noch ganz besonders hier auf den Seeterrassen vom Café am See. Ich darf Sie ganz besonders begrüßen. Wir haben Glück, wir haben ein hervorragendes Wetter für unser Sommerinterview und wir haben auch einen ganz speziellen Grund, warum wir das heute machen. Die Bundestagswahlen stehen an, die Bundestagswahlen 2013. Und wir Wormser haben die Chance, einen Kandidaten direkt nach Berlin zu schicken, in den Berliner Bundestag. Das waren seit 1949 immer nur SPD-Kandidaten. Zuletzt der Herr Klaus Hagemann von der SPD, der über 4 Legislaturperioden in Berlin war für uns. Aber natürlich versuchen auch die anderen Parteien, ihre Direktkandidaten nach Berlin zu bekommen. Es war folgendermaßen, wir hatten den Direktkandidaten, den ich heute hier habe, schon mal im Interview 2009 gehabt. Da hat er es als Direktkandidat, wie ich bereits schon sagte, nicht geschafft. Aber über die Landesliste ist er in den Bundestag gekommen und ich darf mich ganz besonders freuen, dass ich hier heute den Herrn Manuel Höferlin wieder zu Gast habe. Herr Höferlin, ich darf Sie ganz besonders willkommen heißen. Hallo, schönen Morgen. Herr Höferlin, als einziger Bundestagsabgeordneter der Direktkandidaten. Kann man sagen, Klaus Hagemann hört auf, der Nachfolger, der kommt, war noch nicht im Bundestag. Sie sind 4 Jahre im Bundestag. Ja. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich prima. Vor 4 Jahren, als wir uns hier getroffen haben fürs Interview, war das ja nicht so ganz klar. Ich habe 4 sehr interessante, sehr spannende Jahre mit vielen Aufgaben hinter mir und ich habe vor, weiterzumachen, deswegen bin ich auch heute wieder hier. Herr Höferlin, mit dem Weitermachen kommen wir nachher dazu, auch welche Chancen Sie haben. Kurz zu Ihrer Person. Sie sind in Paris geboren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß, wieso und wie Sie hierher gekommen sind. Sagen Sie es doch bitte unseren Zuschauern nochmal. Also ich bin in Paris geboren, weil damals mein Vater beruflich in Paris war. Meine Familie hat dann dort gelebt, deswegen bin ich da geboren. Als ich 5 war, bin ich nach Rheinhessen umgezogen, nach Haagsheim, also ganz am nördlichen Teil des Wahlkreises Worms. Und mit einer kurzen Unterbrechung, wo ich in Mainz studiert habe, bin ich in Haagsheim gewesen, habe da gelebt. Jetzt lebe ich da mit meiner Familie, bin also Rheinhesse, ein Rheinhesse in Berlin. Mhm. Wie verhält sich das? Sie sind zum größten Teil in Berlin oder zum größten Teil zu Hause, also hier in Rheinhessen? Wie verhält sich das? Sie fahren ja einige tausend Kilometer im Jahr, kann ich mir vorstellen. Ja, also die Bundestagsabgeordneten, die nicht jetzt hauptsächlich nach Berlin ziehen, so wie bei mir das auch ist, sind die größte Zeit im Wahlkreis. Es gibt 22 Sitzungswochen pro Jahr, das sind immer Montag bis Freitag, also so 110 Sitzungstage im Jahr. Daran sieht man, man ist eigentlich die meiste Zeit zu Hause und mir gefällt das auch ganz gut. Meine Familie lebt hier, ich bin gern hier in Rheinhessen und freue mich auch immer wieder, wenn ich aus dem umtriebigen Berlin wieder hier sein kann. Ihre Familie, wie ist sie damals zurechtgekommen? Ich meine, 2009 als Direktkandidat wusste man sich genau, Landesliste Platz 5, naja. Die FDP hat ja damals sensationelle 16,6% geholt, dadurch sind Sie in den Bundestag gekommen. Wie hat die Familie damals darauf reagiert? Ich habe das damals ja mit meiner Familie besprochen, mit meiner Frau sehr intensiv besprochen. Wir haben das zusammen entschieden damals, dass ich kandidiere und von daher war das auch unproblematisch. Allerdings muss man sagen, dass man sich viele Dinge doch anders vorstellt, den Zeitaufwand, der dann auch im Wahlkreis, der so nebenher ist. Viele glauben ja, Abgeordnete würden eher weniger arbeiten. Ich sag's mal so, man kann als Abgeordneter, wenn man das nicht so besonders ernst nimmt, auch wenig arbeiten. Das war mir schon immer fremd. Ich bin sehr stark eingespannt, auch in der Fraktion, auch in der Bundespartei. Und deswegen ist es schon anstrengend. Und ich hatte damals ein Kind, jetzt habe ich 3 Kinder. Die beanspruchen auch Papa natürlich, gerne mal. Die wollen den Vati vor Ort haben. So ist es natürlich. Man teilt sich auf und das ist aber auch heute, glaube ich, Aufgabe von jungen Eltern. Das heißt, Ihre Arbeit, so wie man es sich vorstellt, für einen Direktkandidaten im Wahlkreis, gerne, häufig, das kann man natürlich auch mit Familie kombinieren, viel besser kombinieren. Die Kinder, was sagen die zum Beruf vom Papi? Ja, also mein größtes Kind ist jetzt 7, versteht schon, was Abgeordnete machen. Natürlich fragen die, warum hängst du denn da jetzt mal wieder an der Laterne? Das Bild von mir, nicht ich, wenn das Plakat da ist. Man muss das erklären, man erklärt, wie Abstimmungen funktionieren. Im Prinzip kann man viele Sachen sehr kindgerecht erklären, weil heute schon in den Kindergärten manchmal über Stuhlkreise Dinge entschieden werden mit Abstimmen und Diskussionen. Und letztlich ist es auch bei uns im Parlament so und manch böse Zunge behauptet, das sei so wie im Kindergarten bei uns im Plenum. Nun gut, wenn man manche Berichterstattungen sieht, bei uns in Deutschland läuft es ja noch angenehm gesittet zu.
bis auf wenige Ausrutscher. Aber manchmal ist der Vergleich im Kindergarten nicht unbedingt so falsch in manchen heftigen Diskussionen. Herr Hölverlin, Sie sind IT-Experte. Wie haben Sie es, wie verbinden Sie Ihren Beruf in Ihre Tätigkeit? Beziehungsweise Sie haben ja verschiedene Ausschüsse auch belegt in Berlin jetzt in den vergangenen 4 Jahren, wo Ihnen Ihre berufliche Erfahrung zugute kam. Welche Ausschüsse sind das und was haben Sie uns mehr oder weniger Wormsang gebracht? Ja, ich hatte das große Glück, ich war für die FDP-Fraktion im Innenausschuss und im Rechtsausschuss, 2 wichtige Ausschüsse, und habe dort auch IT-Themen behandeln dürfen. Das fand ich klasse, weil ich sage dann immer, es ist ganz hilfreich, wenn man auch was versteht von dem, was man in der Politik macht. Und ich war da zuständig beispielsweise für E-Government, also Verwaltungsmodernisierung im Bereich IT, aber auch für andere Themen, aber natürlich auch für ganz klassische innen- und rechtspolitische Themen. Und ja, das war für mich schon sehr spannend. Außerdem natürlich, weil ich selbst Unternehmer war, habe ich im Wirtschaftsausschuss ein bisschen mitgearbeitet. Ich war da Stellvertreter oder bin dann noch Stellvertreter. Die Legislatur läuft ja noch. Ja. Und wir haben auch noch eine Sitzung. Ja, und so habe ich auch ein bisschen Wirtschaftspolitik, gerade für kleine Unternehmen im IT-Bereich, Gründer gemacht. Mhm. Letztendlich waren Sie auch Mitglied im Enquete-Kommission, in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages. Ja. Da kommen wir natürlich alle, Sie wahrscheinlich auch, meine lieben Zuschauer, denken natürlich ein bisschen an die NSA-Spionage-Affäre. Wie stehen Sie dadurch, kurz angerissen dazu? Man hört ja überall davon, man bekommt es ja mit. Die meisten Wähler scheinen das aber nicht so sehr zu interessieren. Wie stehen Sie dazu, Herr Verling? Naja, ich muss sagen, als ITler hat man sich schon seine Gedanken gemacht, wozu IT und Technik alles fähig ist. Ich glaube, es wundert viele, die sich damit beschäftigen, nicht, dass es möglich ist, in anderen Ländern über Internet so sehr auszuspähen. Aber es entrüstet und entzürnt mich schon, dass Freunde, dass Partner wie Amerikaner oder gar Briten, die in der Europäischen Union mit uns zusammen sind, ihren Geheimdiensten solche Aufträge geben, ihre Freunde auszuspionieren. Das gehört sich nicht. Ja gut, die Briten spionieren sogar sich selbst aus mit 2 Millionen Kameras. Das ist richtig, das ist ja auch ein wichtiges innenpolitisches Ziel von uns, dass wir weiterhin gegen Überwachung der Bürger in Deutschland sind und dagegen auch vorgehen, uns auch in dieser Legislatur durchgesetzt haben mit vielen Fragen. Aber gerade jetzt mit den ausländischen Geheimdiensten, mit befreundeten ausländischen Geheimdiensten, geht das so nicht. Die Regierungen das dürfen sind keine sowas Freunde, nicht. Ja, ja, das muss man eben auch mal klarstellen. Daran sind wir. Der Außenminister hat da auch klare Worte gesprochen. Ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, mit den befreundeten Staaten Abkommen zu treffen, was wir auf der geheimdienstlichen Basis machen und was nicht. Mhm. Das schützt uns aber nicht vor Geheimdienstenstaaten, mit denen wir das nicht machen können. Ja. Und da gibt es auch andere. Ja, natürlich. Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, dass wir mehr darüber reden, wie Menschen, wie Bürger, Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sich auch ein Stück weit selbst schützen können im Internet. Privatsphäre schützen auch. Auch mal Verschlüsselung online verwenden, ja. Im Internet ein bisschen mehr darauf achten, Daten vielleicht nicht unverschlüsselt, persönliche Daten vor allen Dingen nicht unverschlüsselt irgendwo hinzulegen. Das hilft im Moment, diese Diskussion, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Aber ich glaube, da haben wir noch Nachholbedarf. Und da ist so die IT-Seele von mir noch ein Stück weit da, dass ich dann auch gerne politisch und auch ein bisschen in der Wirtschaft mehr voranschieben möchte, dass die Menschen ein bisschen mehr darauf achten. Herr Hölverlin, kommen wir wieder zurück in den Wahlkreis nach Worms. Die Arbeitslosenquote, Sie sagten eben gerade in der Wirtschaft, die Arbeitslosenquote beträgt in Worms 8,5% Stand Juli 2013. Bundesweit in Westdeutschland 6%. Wie kommt es, dass wir so viele Arbeitslose haben und wie kommt es, wie wollen Sie als Bundestagsabgeordneter, wenn Sie als Direktkandidat nach Berlin gewählt werden oder gar über die Liste wieder, wie wollen Sie dagegen vorgehen? Was wollen Sie einbringen als FDP? Also viel erschreckender finde ich eine Arbeitslosenquote der jungen Menschen von 11%. Das ist auch stark angestiegen. Das macht mir am meisten Sorgen. Ich glaube, man muss gucken, dass in Deutschland ein gutes Klima für die Wirtschaft herrscht, weil eine gute Wirtschaftspolitik schafft Arbeitsplätze und das ist auch die beste Sozialpolitik, weil dadurch kann man auch am meisten für die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen machen. Manchmal gibt es nicht so einfache Lösungen für solche Fragestellungen. Man kann, glaube ich, nicht mit einem Instrument, gerade im Arbeitsmarkt, erfolgreich agieren. Wenn dann so politische Mitbewerber sagen, ja, da muss man nur den Mindestlohn einführen, dann ist das alles erledigt, dann halte ich das für Augenwischerei. Das löst keine Probleme, gar nicht. Im Gegenteil, erstmal gibt es viele Menschen, die
deutlich mehr als den Mindestlohn verdienen. Mhm. Vielleicht schaffen Unternehmen aber auch keine Arbeitsplätze oder bauen sie sogar ab und verlagern sie woanders hin, ins Ausland. Mhm. Sie waren hier in Worms, wenn ich gerade hier einhaken darf, wir gehen jetzt auf die Mindestlöhne. Ja. Sie waren hier in Worms bei einer Zeitarbeitsfirma. Richtig, ja. Das konnten wir in der Presse verfolgen. Wie haben Sie das empfunden? Mit welchem Ergebnis sind Sie aus der Firma wieder raus? Ja, die Zeitarbeitsbranche hat meines Erachtens zu Unrecht ein schlechtes Image, weil ein gutes, seriöses Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt seine Mitarbeiter dauerhaft. Die sind angestellt dort, haben Urlaubsansprüche, Krankengeldansprüche, alles wie ein normaler Arbeitnehmer, werden ausgeliehen an andere Unternehmen. Und ich habe drei interessante Dinge erfahren, die ich so in der Form noch nicht wusste, von dem Unternehmen selbst. Einmal, 30% der ausgeliehenen Mitarbeiter werden von den Kunden, also von den Unternehmen, dann übernommen. Das heißt, die gehen wirklich in den ersten Arbeitsmarkt. Wenn man mitbekommt, dass über 2/3, dort waren es fast 80% der Zeitarbeitsarbeitnehmer dort ungelernte Kräfte sind, dann sieht man, dass dort ein hoher Anteil von ungelernten, unausgebildeten Menschen einen Zugang in den ersten Arbeitsmarkt bekommen, wenn sie sich anstrengen. Sie haben dort auch Tariflöhne. Der Tariflohn im Westen bei der Zeitarbeitsbranche fängt bei 8,19 Euro an und geht bis zu 20 Euro, je nachdem, was man für Einsätze hat. Plus Branchenzuschläge, in welcher Branche man ist, gibt es dort Zuschläge. Wir haben das als Koalition auch den Tarifparteien überlassen, das selbst zu gestalten. Ja. Haben aber gesagt, wenn sie das nicht selbst lösen, dass wir dann eingreifen würden. Ich finde es immer besser, wenn die Teilnehmer, die Gewerkschaften mit den Unternehmen Selbstlösungen finden, dann sind sie nämlich in der Regel ausgewogener, als wenn wir das von der Politik festsetzen, weil die sind näher dran, die wissen, wo der Ausgleich stattfindet. Und ich finde auch, man tut den Gewerkschaften falsch, wenn man sagt, sie schaffen das nicht. Da muss die Politik sich nicht immer einmischen. Die Gewerkschaften sind sehr gut aufgestellt, die schaffen das schon. Mhm. Und vielleicht noch ein drittes, was mich wirklich überrascht hat. Ich habe erfahren, dass ganz viele Unternehmen gerade ältere Menschen aus der Zeitarbeit anfordern. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich höre von den Arbeitsagenturen häufig, dass ältere Menschen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben. Bei den Zeitarbeitsunternehmen ist es häufig so, habe ich erfahren, dass gerade für Wochenendschichten, für Frühschichten, die älteren Mitarbeiter angefordert werden, weil die zuverlässiger sind, weil sie da sind und solche Mitarbeiter dann auch wieder eine Chance haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und das finde ich wirklich einen interessanten Punkt. Es ist ein Aspekt, die Zeitarbeit kann nicht Arbeitslosenprobleme lösen. Mhm. Es ist eine Methode, ein Mittel, auch über diese Branche Leute wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Hat das mit den älteren Fachkräften vielleicht auch was zu tun, dass es halt Fachkräfte sind, dass sie in ihrem Bereich jetzt schon wesentlich weiter sind als ein 20-Jähriger. Ich möchte jetzt nicht auf den Fachkräftemangel in Deutschland hinweisen oder eingehen, aber dass es vielleicht auch den Sinn und Zweck hat, A, sind sie fachlich weiter und B, bei den älteren Mitarbeitern sind die Kinder meistens schon aus dem Haus. Da ist im Prinzip mehr Luft, da muss man nicht so viel Rücksicht nehmen noch auf, weil Sie gerade sagten, Wochenendschichten und so weiter, auf die Familie. Ja, also man muss schon zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind ist der Fachkräftemangel. Eine gute Fachkraft hat im Moment eher weniger Probleme, eine Anstellung zu finden. Wir haben ja einen Fachkräftemangel. Wir haben, glaube ich, noch viel Potenzial in Deutschland, was Fachkräfte angeht. Wenn man zum Beispiel viele Frauen sieht, die eben Familie nicht mit ihrem Beruf oder ich sage immer gerne auch mit der Karriere vereinbaren können, weil im Beruf kommt man häufig zurück, aber man ist dann vielleicht in der Karriere gehemmt. Das ist auch eine Frage von gesellschaftlicher Akzeptanz, dass jemand, der eben mal ein Jahr oder zwei aussetzt, nicht gleich einen Karriereknick erleidet. Das trifft übrigens auch Männer, wenn sie sich diese Auszeit nehmen. Das ist eine Frage, ob wir das zulassen, auch gesellschaftlich. Ja. Da können wir helfen, indem wir Voraussetzungen schaffen. Ich bin auch sehr viel für Wahlfreiheit. Die Menschen sollen entscheiden, wie sie ihr Leben auch mit Familie und Beruf vereinbaren können und wollen. Und das Zweite sind eben die ungelernten Kräfte, die aufgrund von irgendwelchen Umständen, vielleicht auch während ihrer Ausbildung etwas passiert ist, dass sie abbrechen mussten, dass sie nicht weitermachen konnten, dass wir die trotzdem Chancen bieten, wenn sie sich anstrengen, auch wirklich bis in den ersten Arbeitsmarkt oder darüber hinaus auch wieder zu kommen. Und da hilft Qualifikation, da hilft die Chancen schaffen, dass Menschen zeigen können, dass sie motiviert sind. Und das ist ein Bereich, wo jetzt in dem Fall die Zeitarbeit einen Faktor spielt. Bei den Fachkräften, glaube ich, ist es eher weniger so. Eine gute Fachkraft findet, wenn sie flexibel schon, ist. Aber ich meine jetzt mal auf diesen Level innerhalb der Zeitarbeit. Ja. Das meinte ich natürlich. Eine Fachkraft, die findet immer, wenn ein Fachkräftemangel da ist, die findet immer einen Job. Aber jetzt innerhalb dieser Zeitarbeitsfirma, dass ältere Mitarbeiter, ältere Personen doch schon eher aufgrund ihrer Erfahrung vielleicht sogar lieber genommen werden als die Jüngeren. Ich glaube, es wird einen Wandel geben, auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft.
Man kann nicht eine ältere Kraft, einen Handwerker zum Beispiel, wieder aufs Dach schicken als Dachdecker oder sowas, aber der kann hervorragend mit seiner Erfahrung in anderen Bereichen des Unternehmens arbeiten. Also man muss vielleicht flexibler sein, auch beim Einsatz, bei der Bestimmung. Ich glaube auch, dass die Menschen nicht mehr 40, 45 Jahre einen und denselben Job machen, sondern man wird eben im Laufe der Zeit verschiedene Aufgaben übernehmen. Und das ist auch gut so. Das bereichert auch das Leben vielleicht von den Menschen. Und das ist die Zukunft. Man muss flexibel sein und die Unternehmen müssen auch flexibel werden. Mhm. Herr Höferlin, wieder zur Bundestagswahl 2013 zu kommen. Sie sind auf Platz 3 in der Liste, in der Landesliste der FDP. Da gab es ein bisschen, Kämpfe um Platz 3 und um Platz 4. Wie groß sehen Sie Ihre Chance, dass Sie nochmals in den Bundestag kommen? Ja, es gab um Platz 3 bei uns eine Kampfkandidatur. Wir nennen das Demokratie. Also man kann dann schon mal sich um eine Aufstellung kämpfen. Und ich wurde dann gewählt auf Platz 3 der Landesliste. Sandra Weser ist dann auf Platz 4 zurückgerutscht. Sandra Weser ist auf Platz 4 gekommen der Landesliste, hat auch gute Chancen, je nachdem wie das Ergebnis ist. Es ist schwierig zu sagen, wo genau die Prozentzahlen sind. Das hängt auch daran, dass wir ein neues Wahlrecht haben, wo wir nicht genau wissen, was mit den Ausgleichsmandaten passiert, beziehungsweise wie sich das niederschlägt. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir können in Rheinland-Pfalz so gut abschneiden, dass wir 3 oder vielleicht sogar 4 Sitze wieder besetzen können. Wir haben ja Volker Wissing, unseren Landesvorsitzenden, und Rainer Brüderle, der auch Spitzenkandidat ist im Bund, vorne und dann mich und dann Sandra Weser. Und ich glaube, das dann ist Rheinland-Pfalz gut vertreten im Bundestag, ja, das, sagen Sie. Ist auch ganz gut, wenn Rheinland-Pfalz auch mit Liberalen gut vertreten ist im Bundestag. Das kann nicht schaden. Herr Höferlin, ich darf mich bei Ihnen vielmals bedanken für dieses umfangreiche und sehr interessante Interview. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Gerne.